Welcome back to another episode of Crying Out Loud. Folge 7, Leute. Ich bin gerade gegen meine Kamera getreten. Warte mal, das ist nicht ganz gerade hier, aber zieh ruhig weiter. Folge 7 schon. Ja, Folge 7 schon. Holla die Waldfee, wir gehen auf das 10-jährige Jubiläum schon zu. Oh, wow. Können schon bald eine Party schmeißen. Ich hätte uns das auch zugetraut, dass unser Podcast so eine Folge pro Jahr wäre. Ja, so einfach so jedes Schaltjahr. Wir haben ja im Schaltjahr gestartet. Ja. Stimmt. Oha. Das ist irgendwie auch iconic, so, es wäre nur so Januar, Februar jedes Schaltjahres und alle wüssten so ganz genau, oh mein Gott, es ist bald wieder Schaltjahr, da kommen wieder neue Folgen online. Ja, vielleicht müssen wir rebranden. Sorry, Leute. Bis zum nächsten Schaltjahr. Leute, diese Folge ist die letzte Folge auch. Ich bin heute ohne meinen Proteinshake unterwegs. Für die Leute, die mit Video gucken, heute gibt es einen Matcha. Bei mir gibt es heute gar nichts, außer ein bisschen Vaseline. Ich habe einen Honey-Matcha. Hast du nichts zu trinken? Oh mein Gott, ich finde es immer so krass, dass du diese Stunde ohne Trinken aushältst, ne? Ja, ich habe mir eben noch gedacht, mache ich mir jetzt noch einen Matcha, aber dann war es schon zu spät. Ich kann keine Stunde ohne trinken. Ja, ich habe auch sehr Durst, muss ich sagen, aber ist auch okay. Nein, du Arme, du vertrocknest bestimmt schon richtig von innen. Wie geht's dir denn? Das ist voll witzig, ja, Leute. Wir machen ja, also unsere Podcasts sind für uns auch ein bisschen wie so ein Update-Call jede Woche. Und diese Woche ist es wirklich ein Update-Call, weil ich glaube, das ist die erste Woche seit Monaten, dass Emma und ich nicht miteinander telefoniert haben. Normalerweise haben wir so, ich würde sagen, mindestens 3 unnötige Anrufe pro Tag. Pro Tag, ja. Ja. Und manchmal gehen die eine Stunde, manchmal gehen die 5 Minuten. Ja, genau. Aber die letzten 3 Tage hatten wir irgendwie gar nicht gesprochen. Und voll oft haben wir es jetzt auch so in unseren Calls, dann fangen wir an, was zu sprechen. Und dann sind wir so, nee, das halt, hebe ich für einen Podcast auf. Ja, look at us, unsere Freundschaft verändert sich voll, scheiße. Ja, nur noch Business, Baby. Achso, ich dachte gerade, du hängst, oh mein Gott. Ja, nee, mir geht's gut. Ich habe letzte Woche, weil... Ich glaube, es hat auch gerade gehangen, weil... das WLAN hier nicht so gut ist. Oh Gott, guys. Yeah. But we'll make it through. I hope so. Okay, aber wie geht's dir? Wie bist du heute drauf? Ja, danke. Ja, ich bin heute irgendwie sehr genervt. Ich weiß nicht, ich habe gar keinen Grund genervt zu sein, weil ich war heute Morgen auf dem Wochenmarkt. Die Sonne scheint, es ist richtig schönes Wetter. Wir haben 24 Grad. In meinem Auto heute Morgen waren 33 Grad. Also ich habe wirklich keinen einzigen Grund, schlechte Laune zu haben. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal hat man so Tage, wo man einfach aufsteht und von den kleinsten Dingen ist man gestresst. Und so einen Tag habe ich heute, weil Sonntag ist immer so mein Putztag, wo ich meine ganze Wäsche mache und alles. Und irgendwie bin ich so überfordert heute, obwohl es gar nicht viel ist. Ich bin aber einfach grundlos überfordert heute. Und dann, mein Geschirrspüler funktioniert jetzt schon wieder nicht. Ich habe so ein, in meinem Haus funktioniert irgendwie die ganze Elektronik. Mal funktioniert sie nicht. Und ich habe auch schon mit der Vermieterin und so gesprochen. Oder der Eigentümerin, ich bin ja die Vermieterin. Nee. Nee, du bist die Mieterin. Ich bin die Mieterin, sie ist die Vermieterin, genau. Und sie war immer so, ja, mach's einfach nicht auf die heiße Stufe und dann geht das schon. Und ich so, okay, aber wollt ihr nicht trotzdem mal einen Elektriker vorbeisenden? Und meint sie so, nee, ich komme nächste Woche einfach vorbei und guck mir das mal an. Das ist wie so ein No-Go dann, in Spanien. Ja, ich so, es ist wirklich okay, einfach mal einen Elektriker zu rufen, Leute. It's fine, babes, just do it. Und du wirst dir viel Geld sparen. Aber sie war so, nee, I'm not having that. Und jetzt funktioniert der Geschirrspüler natürlich an einem Sonntag schon wieder nicht. Natürlich, nachdem ich gestern Dumplings und alles gemacht habe, ungefähr mein gesamtes Geschirr benutzt habe. Und jetzt habe ich so ein hartes Leben, muss alles per Hand abwaschen. Man muss aber auch sagen, also bei dir ist es immer so, weil du gesagt hast, du hast immer technische Probleme mit Wasser. Ja, also es ist immer in Verbindung mit Wasser. Es ist der Geschirrspüler, es ist die Spülmaschine, du hast einen Wasserschaden, irgendwas tropft von der Decke oder so. Also du hast immer alles in Verbindung mit Wasser. Bei dir ist es nie irgendwie, der Fernseher geht mal nicht oder so. Was natürlich auch scheiße wäre. Nee. Aber na, aber Fernseher wäre mir lieber als Geschirrspüler. Ich muss schon sagen, also das Leben mit Geschirrspüler, wenn man einmal einen Geschirrspüler hat, das ist schon superior. Different. Das ändert das gesamte Leben. Different. Ich weiß noch, als wir damals nach Berlin gezogen sind, ich mit meiner alten Mitbewohnerin, 2017, wir sind im April eingezogen und wir hatten bis August noch so eine Ersatzküche, weil unsere Küche noch nicht eingebaut wurde, weil wir Erstbezug waren. Und da hatten wir so 2 Hängeschränke und 2 normale Schränke. Und in den normalen Schränken war dann halt Kühlschrank, Herdplatte und Spüle drin. Und das war es dann aber auch. Und wir mussten auch die ersten 5 Monate alles mit Hand spülen. Das war so ein Pain in the ass. Und der Tag, an dem die Spülmaschine kam,
Digga, ich glaube, ich habe 18 Mal extra die Spülmaschine angemacht, einfach nur weil es schön ist. Ja, Ich schwöre. wirklich, das ist so ein. Und dann dieses saubere Geschirr rausnehmen am Ende, das ist so Voll. satisfying. Ich denke mir jedes Mal, wow, ich liebe meine Geschirrspülmaschine. Deshalb, das hat mich heute ein bisschen gestresst. Und Bist du aber so ansonsten, jemand, der ja. seine Geschirrspülmaschine gut einräumt? Da habe ich noch nie drauf geachtet bei Ja. dir. Nee, also zum Beispiel, wenn mein Freund es einräumt, räume ich alles wieder aus, um es richtig Stimmt, einzuräumen. wir haben doch schon drüber Weil geredet. ich hab meine Schälchen in Ordnung, ich habe meine Gläserordnung, ich habe meine Tassenordnung. Und ich habe auch meine Besteckordnung, damit ich beim Rausnehmen dann einfach alles easy einräumen kann. Ich Aber schwöre, ich diese nicke gerade von Message unten nach kommt, oben, Leute. Oh mein diese Gott. Message kommt bei mir im Haus noch nicht so ganz Ey. an, leider. Also, sorry, Leute, die eine Spülmaschine nicht geordnet haben, haben ihr Leben nicht geordnet. Nee, das. For real. Aber vor allem ist es so viel effektiver, wenn man es So richtig viel effektiver. macht. Und auch logisch. Ey, Ja. oh mein Gott. Ich könnte mich da so reinschalten. Also, das. Nee. Oben zum Beispiel, das verstehe ich auch nicht. Manchmal, Jill macht manchmal zum Beispiel eine Schüssel, eine Müsli-Schüssel auch unten hin, wo ich mir denke, hä? Sinn? Nee. Macht gar keinen Sinn. Nur wenn die ganz doll verschmutzt ist Ah, und die okay. mehr Wasserdruck braucht, dann rede ich mir ein, dass unten höherer Wasserdruck ist. Aber das weiß ich auch nicht. Für mich ergibt es unten gar keinen. Wo würde ich die dann unten hin Gar tun? keinen Weil Sinn. nimmt sie voll viel Platz weg. Und dann gibt es ja bei den Spülmaschinen, ist ja dann oben, meistens sind ja diese zwei Spieße, wo man diese Schüsseln ja reinschieben kann, ne? Ich hoffe, die Leute wissen, von was wir reden. Und ich fange von vorne an, die Schüssel reinzumachen, um die nächste Schüssel über die andere Schüssel drüber zu stülpen, sozusagen. Ja, Weißt du, wie ich genau. meine? Ja. So, makes sense. Jill fängt manchmal an, sie von hinten. Ich liebe es, dass Jill auch zuhört. Jill ist Hörerin unseres Podcasts. Kurzer Jill Roast. Und hinten fängt sie manchmal an, die Schüssel reinzumachen, wo ich mir denke, hä? Da muss ich ja versuchen, unter der Schüssel die andere Schüssel drunter zu machen. Das macht ja gar keinen Sinn. Nee, ja, das verstehe ich auch nicht. Ey, wirklich. Da muss ich meine Spülmaschine Ja. aufräumen. Das ist mein Ding. Ich bin so ein OCD-Man. Man. Man, I'm an OCD-Man. OCD-Man. Okay, Das that's Patriarchat hat great. zugeschlagen. Dass ich das dann alles nochmal umräumen muss. Ich auch, ja. Also wenn ich den Geschirrspüler sehe und ich sehe, dass er nicht so geordnet ist, wie ich ihn gerne geordnet habe, ist genauso wie beim Bett machen, dann mache ich es nochmal neu. Wahnsinn. Und das eigentlich so, ja, und das war so meine Oh, Woche. beim Bett machen verstehe ich es, aber also bei dir verstehe ich das. Ich glaube, du bist da sehr eigen. Ja, die Kissen müssen so bestimmt aufgeschlagen sein Ja, und die Decke krass. muss bestimmt liegen, weil ich halt so Tagesdecken und unnötige Kissen auf dem Bett habe. Und die müssen dann Ich bestimmt würde gerne mal, dass aussehen, du zu mir sonst. kommst und bei mir das Bett machst, irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Das ist irgendwie mein Okay, Traum. nächstes Mal My mache ich das. dream would be you making my Okay. bed at home. Okay. Und eine Sache, die mir letzte Woche auch noch aufgefallen ist. Yannick hat ja immer gesagt, gibt uns 5 Sterne, gibt uns 5 Sterne. Und ich war so, why are you on that? Like, Ja, fangen wir warum? vielleicht mal am Und da habe ich Anfang vom mir. Podcast damit an. Und dann ist mir aufgefallen, ey, wir haben nur eine 4,7er Bewertung, Leute. Was ist denn da los? Und dann frage ich Das mich, ist gibt's das passiert, weil nicht. so viele Leute 4 Sterne gegeben haben oder weil einige einen Stern gegeben haben? Ja, genau. Das habe ich auch gefragt. Ich war so, was ist denn hier der Durchschnitt jetzt? Das würde ich gerne Ja. wissen. Man sieht nämlich nicht, wie viele Sterne man pro Stern bekommen Genau. hat. So, da war ich dann auch kurz verwirrt. Und jetzt ist mir aufgefallen, ich muss den Podcast auch mal ein bisschen ernster nehmen. Also ich nehme den ernst, aber ich habe das Gefühl, ich behandle das wie ein FaceTime-Talk mit uns und ich liebe das. Aber manchmal lache ich wirklich sehr viel. Und deshalb versuche ich jetzt ein bisschen weniger zu Nein, aber lachen. ich glaube, durch dein Lachen kriegen wir die 5 Sterne. Ich habe vorhin, gestern war das, glaube ich. Ich bin gerade im Skiurlaub, by the way, deswegen sieht es im Hintergrund auch so aus und deswegen habe ich diese Decke. Ja, jetzt reden wir über dich, so wie war deine Woche? Achso, ich bin im Skiurlaub. It's great. Das ist wirklich, genau so funktioniert es auch, wenn Yannick und ich telefonieren. Ich erzähle so mein ganzes Leben und ich so, und wie war deine Woche? Ja, mir geht's gut, ich war im Skiurlaub. Ja, mir geht's gut. Keine Ahnung, die Woche war. Gut, was soll es zu erzählen geben? Ich bin halt im Skiurlaub. Skiurlaub ist halt Skiurlaub. Also anstrengend. Wir waren 2 Tage am Stück Aber Skifahren. was hast du denn extra alles eingepackt für deinen Skiurlaub? Okay, Miss Exposing Whiner. Ja, go on. Meinen eigenen Matcha. Für die Leute, die zuschauen. Den Matcha gibt es nicht in Österreich, könnt ihr glauben. Das könnt ihr mir glauben. Hier gibt's nur. Dann habe ich. Mir halt Skisachen mitgenommen. Pyjamas. Ja.
Und vielleicht noch ein Okay, bisschen don't be shy. Proteinpulver. Ja, ist auch nicht schlimm. Also, Nee, kann ich auch mal machen. Und nee. Es wird Proteinjoghurt, gerade so das ist auch nicht behandelt, als würde schlimm. ich jetzt gerade so ein Kilo Koks mitnehmen. Also, Ja, für mich ist das das. Für mich wäre Entschuldigung. es weniger schlimm, wenn du ein Kilo Koks mit in den Skiurlaub nehmen würdest als dein Ja, warte mal ab, was Proteinpulver. nächste Woche mit auf Mallorca gebracht wird. Das musst du nie Ich reise jetzt mitbringen. damit. Ich habe schon überlegt, ob ich mir so eine Kühltasche kaufe und dann so richtig Womit jetzt? Ach Sophia-Thiel-mäßig so. unterwegs bin und dann so mein Shake und sowas immer dabei habe und. In der Kühltasche. Oh, es gibt richtig süße Kühltaschen. Diese kleinen Siehst du? Und Lunchbox-Kühltaschen. damit habe ich Emma schon überzeugt. Und bald laufen wir in L.A. laufen Ja. wir dann beide mit so einer Ja, Kühltasche rum oh auf mein dem Gott, Coachella und wir dann so, sorry, we don't drink alcohol, we have our protein das ist shakes. so. I Sorry. need to shake. Ja, yeah. Das habe ich heute gemacht. Ich war Shakes. so richtig, ich habe geshakt, weil wir waren heute wandern. Und dann habe ich mir so, auf dem Wanderweg brauche ich obviously einen Proteinshake. Und dann habe ich noch meinen Proteinriegel dabei. Und wir noch Proteinriegel mitgenommen. Genau. Ja. Just like a typical. Normal person. Ja. Yeah. That's Ja. just what I do. Ich versuche halt einfach gerade auf meine Proteine zu kommen. Ich habe jetzt noch, heute ist der 16. Ja. 17. 17. Noch 15 Tage bis LA und. Massephase. Massephase. Ja, ich versuche einfach ein bisschen mehr clean zu essen oder mehr proteinreich zu essen und einfach. Ey, es klappt saugut. Ich muss echt sagen, auch hier, ich achte so krass jetzt auf Proteine. Das ist so interessant. Ich liebe es, mich einfach in so Sachen reinzudenken und dann mal wieder Essen neu zu entdecken. Keine Ahnung. Und jetzt ist gerade einfach mal die Protein-Era. Mal gucken, was als nächstes I love kommt. that. Vielleicht ist es nächstes Mal High Carb oder so. Who knows? Ich verstehe auch diese Ja. Massephase nicht. Warum macht man Massephase, um irgendwie mehr Muskeln zu machen? I get that. Ich bin da Aber die wie funktioniert, also ist absolute es dann Falsche. 4000 Kalorien am Tag oder wie funktioniert das? Ich glaube schon. Und dann gehst du halt ins Gym und machst halt so krass, krass. Ich würde kotzen. Also sorry, ich habe heute das Gefühl schon so viel gegessen. Wenn ich jetzt noch mehr essen würde, boah, das ist so geil in Österreich. Also muss ich echt sagen, die österreichische Küche ist schon Chefskiss. Wir hatten heute Ja, Mann. Spinatknödel mit Sauerkraut, dann hatten wir eine Buchtel mit Vanillesoße und dann hatten wir noch Kaiserschmarrn. Was ist eine Buchtel? So eine Dampfnudelmäßig. Oh, Wie geil. so ein Milchbrötchen, glaube ich. Nee, Milchbrötchen ist für mich wie ein Berliner, sowas. Ja, und irgendwie sowas in groß ist eine Buchtel. Ah, Bestimmt aus okay. einem anderen Teig. Die Österreicher schütteln wahrscheinlich gerade schon den Kopf. Ich wollte gerade sagen, ich habe Ist straight to bestimmt jail. wie ein Milchbrötchen, ne? Aber das war dann in so Vanillesoße getränkt. Boah, und das war noch mit Aprikosenmarmelade gefüllt. Junge, das war so lecker. Uiuiui, Ey, das war so gut. Und dann habe ich noch Kaiserschmarrn gegessen. Die Proteine, Wahnsinn. Ich wollte gerade sagen, was für eine Proteinform ist das? Fett. Well, never mind. Kommen wir mal ganz kurz noch zu Affirmation of the Day. Ja, die macht Janik heute. Ich mache die heute, weil Emma ist heute in einem Downward Spiral und Nee, nee, so schlimm ist nicht, aber ich bin einfach. Mich nerven auch so die Radfahrer. ja. Ja, Deswegen ey, bin ich auch die sorry. ganze Zeit, ich bin einfach auch schlecht gelaunt, weil ich frage mich, wo ist Kate Middleton? Ja, es gibt so viel. Also, sorry, muss ich kurz jetzt nochmal drüber reden, ne? Ich weiß, ich will die nicht haten, aber ich hasse Radfahrer Ja, so danke, sehr. danke. Nicht diese Stadtradfahrer, von mir aus die auch. Aber diese in den Ganzkörperkondom, die mit den Windeln, mit der Wasserflasche, die immer in ihrer Horde 10 Leute nebeneinander die ganze Ach Straße so, blockieren. diese Tour de France. Genau, Leute, die ganz aber genau halt in diese Spanien auf Leute. Mallorca fahren. Ich denke mir so, Und France, die immer not Spain. in der Mitte der Straße fahren. Ich denke so, okay, keine Ahnung, ob das mit deinen Und kennst du kackergonomischen diese Rädern zu tun hat. Fahrradfahrer mit diesem Helm, Mit dem der so Helm! nach hinten geht? Das ist so Das ist so embarrassing, wirklich. unangenehm. Das ist so embarrassing. Weißt du, und das Schlimmste ist ja, ich war heute Morgen in Pollença auf dem Markt und da fahren die alle hin, Aha. über die Berge und so. Und dann stehen die da in ihren Ganzkörperkondomen mit dieser fetten Pampers an, damit die keinen Beinausschlag bekommen oder Rash bekommen. Allein, dass du sowas wie Saddle Rash bekommen kannst, also Das habe ich noch nie Sattelausschlag. gehört, krass. Ja, deshalb haben die ja die Pampers an, damit die halt nicht wund werden von dem, auf dem Sattel, damit wegen der Reibung. Allein, dass das eine mögliche Konsequenz vom Radfahren ist, wäre Basically schon lässt du Grund dich genug, es für einfach mich niemals anzufangen. 50 Kilometer von einem Rad ficken. Ja, ja, Wirklich, ja, also ja. runtergebrochen, mehr ist es nicht. Ist es das nicht? Und ist es dir das Und wert? dann Also, ich check das auch nicht. Und das ist ich ja auch verstehe das ein nicht. Lifestyle. Also, das ist ja schon. Das Ja, ist, da bin ich mit meinen Proteinen ja noch sehr harmlos.
Wir haben auch Bike-Cafés jetzt auf der Insel, extra für Bike-Leute. Da kannst du dann so ein Ganzkörperkondom kaufen und dann halt einen Kaffee Ja, trinken. die gibt es in Berlin auch. Raffa, glaube ich, oder? Nee. Ja, doch, irgendwie sowas. Ralf, Raffa, irgendwie sowas. Ralfa? Ralfa? Ralf? I-Ralf. Oh. E-Bike, übrigens, also ganz kurz die Affirmation of the Week, nur ganz kurz, dass ich die einmal abgehakt habe, ist I'm doing the best I can, one step at a time. Oh. Süß, ne? Die ist süß. Lasst sie euch mal kurz durch die Nase Nasennebenhöhlen gehen. gehen. Was hast du gerade gesagt? Durch die Nase. Ich habe Nase Wie witzig Nebenhöhle das? gesagt. Oh mein Gott, das ist so witzig. Wir sind so gleich. Das ist so random. Dass wir beide an Nase denken, ist irgendwie so witzig. Weil du hast so lange Pause gemacht, da war ich so, Nudel, Nase. Nase. It Er has to wird be the Nase Nase. sagen. I'm doing the best I can. Ich mache das Beste, was ich kann. So mäßig. Auf sehr Deutsch übersetzt. One step at a time. Ein Schritt in der Zeit. Keine Ahnung. Wie wird das denn Nach deutsch dem übersetzt? anderen. Nach dem Nach dem anderen. einen Schritt nach dem anderen. Genau. Ja. Okay, kommen wir zurück zum Fahrrad Rage. Ja. Rachel. Oh mein Gott, was war nochmal Rachel für ein Meme? Rachel, you dumbass bitch oder sowas? Nee. Das muss ich nachher Nee. mal raussuchen, das war voll das witzige Meme. Naja, okay, auf jeden Fall sind wir gerade Skifahren. Und beim Skifahren ist es aber auch so, ich muss sagen, es gibt Skifahrer, die fucken einen todesab, wenn du vom Berg runterfährst. Ich bin ein relativ guter Skifahrer, muss man auch sagen. Also ich fahre schon seit ich 3 bin. So eng. Sagen, okay, sorry. Okay, pick Ich me. bin auch ein relativ guter Skifahrer. Also schon so gut, ne? Ne, ich bin nicht Schon so gut. so. Der hat mich beim Skiausleih gefragt, was ich für eine Ski Kategorie bin, 1, 2 oder 3. Und die finde ich so basic aufgestellt, weil 1 ist halt Anfänger, bloody Anfänger. 3 ist Vollprofi und 2 ist, wenn du gut Skifahren kannst, dann denke ich mir so, okay, und was ist so zwischendrin? Weißt du, was ist so mit den Anfängern, die sich schon sicher fühlen, Zweieinhalb. aber sagen würden, ich bin kein guter Skifahrer? Was ist das denn? 1 oder 2? Anderthalb? Ja, anderthalb. 1 oder 2? Es gibt ja nur 1, 2 oder 3. Weißt du, was ich meine? Ach so. Das finde ich dann voll, ich habe mich auf jeden Fall als 2 eingestuft, weil 3 ist mir. Ich bin auf jeden Fall kein Profi und 1 bin ich auch nicht. Und wenn 2, weißt du, was bleibt da noch übrig? Was bleibt da noch übrig? Naja, auf jeden Fall bin ich so okay im Skifahren, würde ich sagen. Schon wird es von gut zu okay. Und bin dann im Berg. Wo willst du eigentlich hin mit der Geschichte, denkst du dir gerade? Und ich bin dann auf jeden Fall den Berg runtergefahren. Und wir waren fast nur rote Piste, aber dann sind wir da so ein Stück, mussten wir dann so blau fahren und dann wieder rot. Und ich hasse diese Skifahrer. Also wenn ich dann in die blaue Piste so einkehre sozusagen, gucke ich obviously den Berg hoch und gucke, ob jemand kommt. Das ist wie im Autofahren, Vorfahrt gewähren. Und dann versuche ich mich so einzuschlängeln, ohne dass irgendjemand anderes zu Schaden kommt. Aber es gibt diese scheiß verfickten Hurensöhne, die wirklich von hinten angeschossen kommen, in der schmalsten Passage der Piste an dir vorbeischießen und du erschreckst einfach nur und denkst so, what the fuck, was war das? Und die fahren dann so mit ihrem links, rechts, mit ihrer Hüfte fahren sie da so an dir vorbei, weißt du, mit den skinny Hüften und fahren dann an dir vorbei und du erschrickst dann so, ich bin hingefallen und dachte mir so, du kleiner Arsch, Alter. Ich hasse das. Ja, Wirklich? ich denke mir so, nimm doch mal ein bisschen, ich weiß, du kannst so toll Skifahren, das ist clap, clap, super für dich. Aber nimm doch mal ein Ja. bisschen Rücksicht auf andere Leute. Ich hasse es, wenn die so an dir vorbei, so ein Stück vorbeifahren. Und ich denke mir so, fahr doch am besten unter mir durch, also zwischen meinen Beinen noch. Meinst du, so hat sich Also. Gwyneth Paltrow auch gefühlt, als der Mann sie gerammt hat? Ist ja immer noch die Oder Frage, ob sie sie hat ihn ja den gerammt Mann hat oder er sie gerammt. gerammt hat, ne? Genau. Angeblich ja er sie, aber er sagt sie er. Ja, sie ist. Das S muss Das mit. ist mal drin. Keine Ahnung. Also ich finde auf jeden Fall, das ist bei, wie, die erinnern mich irgendwie. Und die Leute, die an mir vorbeifahren so schnell, sind Fahrradfahrer. Ja. You get it? Also fa ich frage mich jedes Mal, wenn ich Fahrradfahrer überhole, dann gucke ich extra in meinen Spiegel und gebe denen so einen Blick. Ich bin dann auch sehr, heute, ich sag dir, Denkst du, ich die sehen fahre durch das? einen Kreisel. Ich hoffe es. Und ich mache dann auch extra meine Musik ganz laut und ich bin so, get off, losers, like, move out of the way. Und die denken sich Ich will so, mich dann,
Die Blondie im Fiat 500, die wieder Britney Spears zum 2000. Mal Ja, hört. ist mir egal, das sollen sie hören. Weil entweder werde ich sie überfahren, ich fühle mich erstmal so, wenn ich so 20 vor mir habe, fühle ich mich, als würde ich eine Herde Schafe führen, weil ich die so anschiebe. Weißt du, ich fahre dann manchmal auch extra nah Und dann dran. gucken die auch immer so hinter. Und du denkst dir Und so, dann gucken die so ganz chill schnell doch nach mal. Dann fahr hinten. halt zur Ich so, Seite, ich mein weiß Gott. schon. Oder fahrt halt auch nicht zu viert Ja! nebeneinander. Ihr müsst euch gerade nicht Fahrt! unterhalten. Genau! Und das ist genau das, was ich mir immer denke. Das ist so kurvig hier. Fahrt halt einfach nicht vier Leute Das ist wie nebeneinander, so ein Rudel weil irgendwer wird Tauben. hinter mir überholen. Ja! Und ey, das regt mich so auf. Ich denke mir so, es ist doch jetzt nicht so schwer, einfach dann alle in einer Linie. Nehmt ihr zwar mehr Platz weg, aber immerhin könnte ich einfacher überholen, als wenn ihr Voll. zehn Leute nebeneinander Boah, ein fahren. paar Mal kann ich mir aber auch echt gut Boah. vorstellen, dass ich weiß genau, was das für Menschen sind. Da bin ich leider Ja. direkt judgy. Tut mir leid. Ich auch. Sorry, es tut mir leid. Ich versuche es, weißt du, so der Onkel von meinem Freund, der ist auch so Profi-Radfahrer. Und ich versuche es zu akzeptieren, aber ich sehe jedes Mal, wenn ich die sehe, ich muss die einfach schlimm angucken. Ich muss die abwertend angucken. Weil ich denke mir so, ihr seid wirklich die Tauben der Sportarten. Ihr seid Die einfach Tauben der nervig. Straße. Ja. Die kommen auch immer in Naja, Ruf. die Tauben sind ja die Tauben der Straße. Die Tauben sind ja bei der Tauben der Luft. Nein, das sind die Ratten der Luft. Ah. Well, never mind. Okay, fein. Okay, fine. Gebe ich zu, könnte stimmen. Nice. Aber du Ja. warst ja auch das letzte Mal nicht so begeistert vom Skifahren, ne? Doch, ich mochte das richtig. Voll witzig, das hat Maxi mich heute Morgen auch Weil ich gefragt. habe dich die ganze Zeit auf der Piste gesehen, die letzten 2 Tage. Weil, muss ich wirklich sagen, ich glaube, dir hätte es hier viel mehr Spaß gemacht, weil die Strecken in Lech, die Strecken waren wirklich krass, finde ich. Die blauen Strecken waren wie fast rote. Ja, also ich hatte wirklich Spaß, aber ich war ein bisschen übermütig und bin halt an meinem ersten Probetag halt gleich auf so eine Piste gegangen. Und ich glaube, weil ich noch keine Stöcke hatte, wusste ich einfach nicht, wie ich mit mir umgehen soll und hatte deshalb gar kein Gefühl. Voll. Aber ich würde es auf jeden Fall nochmal machen. Würdest du aber sagen, wenn du jetzt gut Skifahren könntest. Oh Gott, kam gerade was mit hoch, sorry. Leute, ich habe gerade aufgestoßen, Juiuiuiui. da kam, glaube ich, gerade noch Matcha mit hoch. Naja. Der Proteinriegel von vorhin. Oder der Proteinpulver. Der Proteinpulver. Der Proteinpulver. Auf jeden Fall würdest du dann sagen, wenn du jetzt, weil wir waren ja auch schon mal zusammen im Bergurlaub. Es gibt ja immer diese Debatte, eher Bergurlaub oder eher Strandurlaub. Weil wir doch damals Ja. nach dem Bergurlaub, also Emma und ich waren vor 3 Jahren, waren wir mal zusammen in so einer Hütte. Da gibt es auch wilde Stories zu. In Musste ich der heute auch dran denken, Hütte? weil wir Also, sind. sorry, wir waren in keiner Hütte. Ja, in So ein einer komplettes Lodge. Suite für uns. Sorry, Miss Ja. International. We were in a lodge, you know, like full ass lodge with like the jacuzzis and stuff like that. Ja. Nee, nicht jetzt die vor 2 Wochen. Nee, ich meine im Sommer. Ja, Oktober, September, ja. Ach so. War Herbst. das echt Herbst? Mit der Radtour. Genau. Und da haben wir danach gesagt, es war schon irgendwie auch ein, also obviously eine ganz andere Art von Urlaub und irgendwie auch geil, diese Luft und dieses, irgendwie schon auch dieses Rausgehen und dieses Aktive ist schon cool. Würdest du sagen, du bist eher so ein Bergmensch oder eher ein Strandmensch? Na, ich weiß die Antwort schon. Dumme Frage. Ja, ich weiß es nicht. Es kommt ein bisschen drauf an. Weil ich muss zum Beispiel sagen, auch so in Indien und Nepal fand ich es voll nice, in den Bergen zu sein. Aber in meinem alltäglichen Leben liebe ich es, auf einer Insel zu sein, wo ich mehr Strand und sowas habe. Aber ich finde, ein oder zweimal im Jahr, so einfach nur in den Bergen, egal ob Sommer oder Winter, um voll aufzuladen, finde ich richtig nice. Weil ich finde, in den Bergen erholt man sich ganz anders als am Strand. Das An einem stimmt. Strandurlaub. Und ich finde, in den Bergen kriegt man so richtig diesen Frischluftschock. Man will Ey, und das irgendwie ist in die so wichtig. Natur Diese frische gehen. Luft finde ich ist ganz, ganz, ganz underrated. Ja, wirklich. Also allein deshalb finde ich es schon erholsam. Und am Strand ist es halt für mich mehr, ich liebe halt dieses zum Beispiel dieses Gefühl im Sommer, nachdem man den ganzen Tag draußen lag, so leicht verbrannt, geduscht, dann Ach. abends fertig machen fürs Dinner und die Luft ist Ja. warm, man trinkt ein schönes Glas irgendwie Wein, das gekühlt ist. Oh, das finde ich Also, das muss ich auch so sagen. schön. 16, 17 Uhr, die Sonne steht schon so noch überm Horizont, Halb. aber noch nicht so ganz unten. Du bist gerade im Badezimmer und es kommt diese Restsonne, kommt ins Badezimmer und du siehst deine Bräune, weil im Badezimmer ist man irgendwie vollbraun und du duschst dich Ja. gerade ab und spürst auch, wie es leicht spannt. Das ist so, also dieser Moment,
Ja. Und dann Wahnsinn. After Sun. Oh. Das ist schon wirklich krass. Okay, Ja. das ist auch, wenn ich daran denke, ich glaube, allein nur der Moment würde mir schon reichen. Ja, genau. Und deshalb ist es bei mir auch allein dieses Gefühl, dass es so prägnant in meinem Kopf ist, deshalb würde ich immer Strand Das ist eine sagen. gute Umfrage, aber auch seid ihr eher Bergmenschen oder eher Strandmenschen? Es gibt nämlich voll viel, also ich verstehe nämlich schon den Vorzug eines Berges. Jetzt auch, Voll. das Wandern heute war auch schon wieder anstrengend, obviously. Ich habe mich dann noch zwischendrin gefragt, warum macht man das eigentlich? Weil Spaß macht es jetzt nicht unbedingt. Aber als man dann oben war, das Essen hat sich gelohnt, obviously. Und irgendwie war es. Sorry, ich habe so viel Aufstoßen, Also, ey, was tut mir ist so denn leid. Ich los weiß auch denn? nicht, ey, und auch. Die Bergluft. Die Proteine schlagen mir so auf den Magen, ich sag's dir. Ja, natürlich. Du musst ja die ganze Zeit nur am Flabbergastenfahrt sein. Ja, aber da kannst du Hallo, Halleluja. Halleluja, da kommt's raus. Wie heiße Semmel. Junge, Wahnsinn. Dieses Wandern macht dann irgendwie schon auch wieder Spaß, weil ich denke mir so, ist irgendwie voll krass, was man heute erreicht hat. Das finde ich, ist ein schöner Moment dann. Du bist so krass, du bist so 2 Stunden hochgelaufen, 1 Stunde 30 runter, hast jetzt gerade so 12 Kilometer hinter dir gehabt, du warst ganz allein in der frischen Luft. Dann war da so eine Quelle, bin ich da so hin und habe meine Oh, Hand wow. rausgestreckt und habe das Wasser genommen, war so, und habe ich mich gefühlt wie so der erste Mensch auf der Welt, weißt du? Ja, Ich war so richtig ja. so, oh mein Gott, Wasser, und es war so kalt und so crisp, und dann war ich so, geil. Ich habe ja so eine, ich weiß nicht warum, aber ich liebe so Quellen oder kleine Seen. So ein See oder ein Teich irgendwo oder so eine Frischwasserquelle. Ich weiß nicht, wenn ich das sehe, ich denke mir so, Das stimuliert das Weltfrieden. Gehirn ganz anders. Ja, und dann, ich will da auch immer, ich habe ja auf mein Mikrofon gespuckt, aber naja, ich will da immer reinspringen und ich denke mir einfach so, ich will da einfach drin liegen und, aber es muss so klar sein, nicht tümpelig, sondern so klar. Ja, nee, eigentlich finde ich es voll geil in Tümpel. So, ich liebe Tümpel. Mit Fröschen, wo schon so oben so Blasen zerplatzen. Voll Ja, also schön. sorry, wir früher in Hannover, Nahtitz Heidesee, immer mit den scheiß Blaualgen oder, Oh oh, ja. was, oder in Seeze gab es auch ein Schwimmbad, das hatte immer, also so ein Teich, es hatte immer blaue Algen. Habe ich ihm gesagt, bitte kein Wasser schlucken, wenn ihr in den Teich springt. Und Alter, also das war schon ein Meer, Weißt du, was ich voll Nahtitz krass finde? Heidesee war mehr Tümpel. Du bist ja in Hannover groß geworden, aber ich kenne dich ja erst, seit du halt so Weltenbummlerin-mäßig bist. Und ich finde es immer voll Ja. komisch, wenn du dann über deine Kindheit an einem Ort redest, weil ich mir denke, ich finde es voll krass, dass du einen Ort hattest, wo du groß geworden bist. Weißt du, was ich meine? Und Ja, dann denke ich mir immer so, krass, ich dass auch. du Orte kennst. The best way possible. Right, ja. Anyways, moving Not quite on. sure. Yeah, not quite sure how to feel about that one. Nee, manchmal finde ich es irgendwie interessant, dass du eine Vergangenheit hast. Ich weiß auch nicht. Irgendwie finde ich es so komisch, dass du eine Ja, aber Vergangenheit hast. ich glaube, du meinst so halt so Orte wie halt Nahtitz Heidesee oder halt so, weißt du, wo ich so Vororte. Ich glaube, man Genau. verbindet mich Oh, nicht mit sorry, im Hintergrund ist es gerade Vororten. voll laut. Ich hoffe, man hört es nicht. Ja, bei mir ist auch eine Kreissäge im Hintergrund, also. Super, das ist Ich great. Bei mir sind es andere weiß nicht. Hotelgäste. I love that. An einem Sonntag? In Spanien gibt es keine Ruhetage. Ich finde es voll interessant. Hier im Ort sind auch die ganzen Sachen auf, obwohl Sonntag ist. Also so Supermärkte. Auch krass, die Supermärkte. Boah, die Supermärkte sind hier so geil. Boah, Was gibt es denn in Österreich für Spar und Supermärkte? Billa und Ah, M-Preis. Billa, stimmt. Und die haben so geiles veganes Zeug. Ich bin so ausgerastet vorgestern, als ich einkaufen war. So geiles Zeug, so Anderes lecker. Zeug. Voll gut, also richtig coole Sachen, ja. Und Spar hat voll die krasse Eigenmarke irgendwie für vegane Sachen. Da waren voll geile Teile dabei. Ich rede gerade voll komisch, ich Geile weiß Teile. auch nicht. Okay. Ja, okay, anyways. Ja. Boah, sorry, die Sonne scheint hier gerade richtig so auf mich. Oh. Okay, pick me, sorry, aber bei uns scheint die Sonne so krass. Wie warm ist, erzähl doch mal, wie warm es bei euch gerade ist. Ja, jetzt gerade haben wir so, ist es jetzt gleich 17 Uhr. Ich glaube, wir haben gerade 24 Grad. Also gestern war richtig perfektes Wetter, heute auch. Es fühlt sich, die Luft ist jetzt warm, aber die Luft ist noch nicht heiß. Das heißt, es ist so jetzt perfektes Wetter, um noch so Jacken anzuhaben, aber trotzdem ist man warm. Anyways. Anyway, Was hast du gerade ich gemacht? muss gerade Ah, nur, okay. da war gerade was in der Nachricht, ich muss gerade weg. Oh, Also das muss ich kurz mal wegdrücken. ist gerade so. Canceling. Ich hatte noch irgendwas, worüber ich mich diese Woche aufregen wollte. Ich habe noch voll viele Sachen, die ich besprechen muss, also. Ja, okay, dann go ahead. Fang. Achso, weißt du, was du sagen wolltest? Nee, du mach. Sicher? Ja. Okay. Dula Piep.
Ich wusste gerade, dass du einfach über Dua Lipa reden wirst. Ja, Ich war voll so, krass. reden Also wir Dua schon. Lipa hat ein neues Album rausgebracht, hast du mitbekommen? Also noch Ist es nicht schon draußen? rausgebracht, das kommt am 3. Mai. Ja. Hast du mitbekommen? Ja, also das, ich habe den Trailer dafür gesehen. Ja, genau. Und das Album heißt ja, warte, ich habe es aufgeschrieben. Radical. Radical Optimism kommt am 3.5. raus. Und es ist schon die Gesamtlänge des Albums rausgekommen. Da wirst du dich wieder freuen. 23 Minuten, ne? 26 Minuten, also Entschuldigung, für 12 Songs, dann lass es doch gleich. Houdini und Training Season allein gehen schon 7 Minuten zusammen. Das heißt, wir haben für 10 Songs noch 19 Minuten. Ja, danke. Da kann ich ein Wort sagen und das ist ein Song. Oder wie funktioniert das jetzt mittlerweile? Stimmt, hä? Aber Ich finde das es ist so ja die nervig. Extended-Version, oder Ich, nicht? nee, Die ich glaube, normale dass die Version. wahrscheinlich dann so zwei Songs rausbringt, die wahrscheinlich wieder nur so 40 Sekunden haben oder so. Weißt du, so Interlude und Zwischenlude und Langweilude. Luder, keine Ahnung, Alter. Okay, oh. Okay, someone Criminal salty. Offense. Nee, Okay, aber ich finde, das nervt sorry. mich so, weil ich denke mir dann so, sorry, also für 26 Minuten brauchst du wirklich. Die hat, es hieß doch irgendwie, dass sie 800 Songs oder so für das Album geschrieben hat oder Ja. recorded hat. Und 12 Stück machst du aufs Album drauf, alle 700 anderen waren scheiße, oder was? Vorhin hättest du nicht noch ein bisschen länger dran arbeiten können und die Lieder einfach länger machen können? Oder noch zwei, mach drei dazu, dann bist du bei 36 Minuten. Ja. Das ist so krass, ich verstehe, ich finde das so crazy. Also Artists, was die sich mittlerweile trauen, Wahnsinn. Wie geht sie denn auf Tour? Weißt du, was ich meine? Die Tour geht dann 20 Minuten, dann hört sie auf. Also, So, tschüss, Leute. Entschuldigung, nee. Ich war mal auf so einem Konzert von Rita Ora. Rita Ora, should I Oh, say. Rita Ora habe ich auch schon so oft live gesehen, das ist so random irgendwie. Das irgendwie, ich weiß nicht, und ich hatte auch mal, ich habe die auch schon getroffen. Also irgendwie, Oh mein das Gott, wo hast du die Management hatte mich, getroffen? Ich habe die auch getroffen. ja, in Hamburg, in der Ah, ich in Schanze war Frankfurt. die. Und das war irgendwie so random, weil ich wurde dahin halt eingeladen, was voll cool war. Und damals war Rita Ora, das war so 2016 oder so, und da war sie halt voll groß. Und So komisch, dass Rita Ora da. jemals groß war. Ja, und dann haben wir sie halt getroffen, aber das war so random, weil wir standen einfach hinten backstage und meinten die so, ja, da ist sie jetzt. Und dann kam sie so von hinten und hat uns umarmt. Und dann stand sie auf einmal einfach neben uns, hat so Hi gesagt und ist wieder gegangen, weil obviously so, was soll sie machen? Und dann waren wir auf diesem Konzert, das Konzert ging ohne Witz, vielleicht maximal, weil damals hatte sie noch nicht mal ein Album draußen, glaube ich. I'm gonna make you love songs anymore. I wanna Ja. Das Konzert ging 30 Minuten und wir haben da so zwei Mädchen, ich glaube, die kamen aus der Schweiz angereist, all the way nach Hamburg Für und Rita Ora? haben für die Tickets irgendwie so 400 oder 500 € ausgegeben. Und ich glaube, die Tickets hätten 30 € Junge, the gekostet. fuck? Und ich war so, okay. Und dann nach 30 Minuten war das Konzert einfach Rita Ora vorbei ist und für ich mich ein war bisschen wie so, so Ed Sheeran. Ich verstehe den Hype einfach nicht. Aber über Ed Sheeran haben wir ja schon mal drüber geredet. Das haben wir ja noch nie verstanden. ja, das werde ich nie verstehen. Und letztens haben wir wieder welche geschrieben, so, weil diese Ed Sheeran-Debatte, wir haben die mal auf YouTube angefangen von einem. Ja, und wir haben einfach vor ein paar Wochen hat mir jemand geschrieben, nochmal zu dieser Ed Sheeran-Debatte und ich dachte mir so, okay, die sitzt wohl sehr tief. Ja, Wo die das mir ist dann wie irgendwie nochmal ein Swifties. Lied geschickt haben oder ein Album, haben gesagt, hör dir nochmal das Album an. Wenn du das wirklich richtig anhörst, dann verstehst du auch, was so cool an ihm ist. Und ich dachte mir so, nein, sorry. I don't get it. Ja, ich glaube, das ist einfach nicht so meine Musik. Ich wüsste nicht, wann ich Ed Sheeran hören würde. Null. Deswegen, ich war Also voll so. excited auf Dua Lipas Album, weil ich gedacht habe, die ersten zwei Songs waren jetzt so sick. Also ich fand Training Ja. Season und Houdini echt richtig geil. Deswegen dachte ich, die letzten Songs des Albums werden Masterpieces. Und 26 Kevin Minuten. Parker. Das ist auch interessant, dass Kevin das Album gemacht hat von Tame Impala und das Album so kurz Genau, ist. weil seine Songs gehen so 12 Minuten mäßig. Ich kann mir vorstellen, dass sie das Album droppt und dann noch ein Extended Album droppt. Ja, wahrscheinlich. Das war voll krass, noch voll das Was ich krasse dann auch Jahr nicht verstehe. für Popmusik eigentlich, ne? Guck mal, Ja, Ariana Grande Popmusik hat jetzt ist safe. gedroppt. Beyoncé droppt in 2 Wochen. Taylor Swift droppt dieses The Tortured Poets Department. Dann droppt Dua Lipa. Normani will noch droppen. Wie viele Alben bringt Taylor Swift eigentlich in einem Jahr raus? Ich I habe das Gefühl, sie hat swear. seit. Die bringt irgendwie 10 Und das ist Alben ja pro wieder Jahr neu, es raus. ist ja Like, kein you get. Re-Recording, es ist ja schon wieder neues. Ach, stimmt, sie hat ja die ganzen Re-Recordings gemacht, Vor stimmt, 2 Jahren ja. war, glaube ich, Midnights. Also vor 2 Jahren hat sie, glaube ich, ihr letztes Album rausgebracht. Und zwischendrin dann halt so 4 Re-Recordings. Oh, Folklore, wann war das? Erst kam Folklore, dann Evermore. Nee. Sorry, weiß ich gar nicht. Folk.
Nee. Und was kam? Es kam Lover. Nee, das ist doch. Das kam so 2018 oder so, glaube ich. Und dann kam vielleicht im ersten Corona-Jahr 2020 Folklore, dann 2022 Evermore und dann. Mhm. Obwohl, das hat sich irgendwie alles so voll nah beieinander auch getroppt, irgendwie so innerhalb von 6 Monaten oder so. Ja, also die arme Frau, habt ihr auch mal eine Pause? I don't get it. Sie auch? Dann hat sie jetzt den Film noch rausgebracht. Arbeitet jetzt am neuen Album. Ne? War auf Tour, ist immer noch auf Tour. Kein Wunder, dass sie 10 Minuten Flüge nimmt. So, ich bräuchte dann auch einen 10 Minuten Flug zu Starbucks. Sind so witzig. Da darf man nicht mehr drüber reden. Da kriegt man dann. Letztens habe ich so ein Meme gesehen, irgendwie so, wenn Taylor Swift von einem Platz in den anderen Platz ihres Private Jets will, nimmt sie auch so einen Flug. Iconic. Ich find's irgendwie so funny. Hast du gehört, dass Leute dafür eine Cease and Desist bekommen, wenn sie das jetzt Memes darüber machen? Von Taylor Swift, ne? Ja, habe ich auch gesehen, ja. Weil sie aber auch, Taylor hat auf den einen auch verklagt, irgendwie auf Stalking, weil der irgendwie alle ihre Flüge gepostet hat auf Twitter. Aber es war von der öffentlichen Website, also es war öffentlich einsehbar. Und ich finde es voll krass, dass sie den verklagt hat. Ja, alle Flüge müssen aus Sicherheitsgründen öffentlich einsehbar sein. Aber da stand auch bei dem Twitter-Account, dass es immer 24 Stunden delayed ist, damit er halt nicht. Also Entschuldigung, wir können jeden scheiß Flug tracken, aber wir können nicht tracken, wo Kate Middleton ist. Sorry, Kate Middleton lässt mir keine Ruhe. Ich bin so gerne wissen, wo sie ist. Hast du gesehen? Mit diesem Photoshop-Bild? Hast du Kim Kardashians Post gesehen? Nee. Das hab ich mir aufgeschrieben, warte. Kim Kardashian hat mich ein Bild hochgeladen mit der Caption On my way to go find Kate. How iconic. Kim hat das gepostet? Ihr letztes oder vorletztes Bild oder so und hat sie jetzt einfach als Caption hingeschrieben. Finde ich voll krass. Queen. Kim ist irgendwie so funny, I don't know. Aber ich frage mich, wo ist sie denn? Wo ist sie? Wo ist sie? Weil ich denke mir so, guck mal, was ja eigentlich voll krass ist. Also, die Royals haben ja irgendwie alle paar Jahre so einen riesen Hype, wo dann alle Leute über sie reden. Und jetzt, letztes Mal war es mit King Charles, weil er gestorben ist, wo dieses eklige Bild von ihm da. Sorry, fand ich eklig, aber das ist so schlimm. Dieses eklige. Nee, King Charles lebt noch. Ja. Aber du hast gesagt, als King Charles gestorben ist. Ach so, ich revidiere meine Aussage. Als King Charles irgendwo war und wo er da so gepostet wurde, wo er so richtig crusty aussah. Nee, Quatsch, King Charles ist tot. Warum machen wir das immer mit der Royal Family? Ich verwechsel die auch alle immer. Ach Mann. Die heißen irgendwie auch alle gleich. Ich weiß nicht, ich finde Charles, William und wie heißt der dritte? Harry. Harry. Nee, so, wie hieß der? Ich meine jetzt gerade der Mann von der Queen, da meinst du dieses Bild, ne? Der so im Auto saß. Den meinst du? Ja. Das ist ja nicht Charles. Das ist der Mann von der Queen, der ist ja verstorben. Und wie hieß der? Das weiß ich jetzt nicht. Charles, der Erste, keine Ahnung. Ja, never mind. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, wen ich meine, ey. Jedes Mal diese scheiß Royals. Wir fangen auch immer wieder mit dem Thema an. Aber es ist halt einfach, wo ist Kate Middleton? Weißt du, was ich meine? Es ist einfach auch, es belastet mich. Naja, auf jeden Fall, anyways, vielleicht ich weiß gar nicht, worüber die ich ja reden umgebracht. Wollte. Ich habe jetzt eine Theorie gesehen, dass sie in einen Fight mit William gekommen ist, weil sie die Affäre mit dieser einen Rose da aufgedeckt hat oder sie es gemerkt hat, dass sie eine Affäre haben. Deshalb die von jetzt auf gleich den Kontakt abgebrochen haben und davor waren die eigentlich so Besties. Oh. Also diese Rose und Kate. Und auch die Familien. Und jetzt haben die halt gar keinen Kontakt mehr. Und scheinbar gibt es das Gerücht, also das ist jetzt voll das krasse Gerücht, deshalb ich will auch keine falschen Gerüchte in die Welt setzen, aber ich werde es trotzdem erzählen. Und zwar, dass halt William und Kate in einen Streit gekommen sind und sie vielleicht da irgendwie so ein blaues Auge oder sowas. Ja. Oh, sick. Aber da denke ich mir so, okay, das ist schon, also dafür, dass sie jetzt seit 3 Monaten nicht mehr gesichtet wurde und dann dieser Photoshop-Fail. Also ich habe die Conspiracy Theory gesehen, dass sie bei The Masked Singer mitmacht. Das wäre irgendwie so funny. Aber guck mal, das ist ja das Ding, genau, das war, jetzt weiß ich, worüber ich reden wollte. Ich finde es voll krass. Die haben jetzt gerade wieder diesen Hype und obviously, ich denke immer, die sind voll zurückgeblieben, aber die haben ja auch Social Media, sie bekommen ja auch mit, was abgeht so. Ich denke immer, die leben wie so Mormonen. Auf jeden Fall bekommen die ja auch mit, was abgeht. Und die haben Mormonen leben voll modern, die haben halt nur ihre Kunden an. Naja, sind aber auch schon ein bisschen zurückgeblieben, tut mir leid. Nee, du meinst jetzt amische Leute, ja, aber ich. Mormonen auch. Also wenn wir jetzt Salt Lake City gesehen haben, wissen wir auch, wie die ein bisschen zurückgeblieben sind in ihrer Denkweise. Ja, naja, auf jeden Fall, weißt du, haben die ja schon mitbekommen, das ganze Royal House wird ja wahrscheinlich täglich sagen, oh mein Gott, guck mal, es gibt schon wieder neue TikToks über Kate, dass sie nicht da ist. Und Kate sitzt neben dran und ist so, haha, die denken alle, wo bin ich? Und ich denke mir so, dann mach doch einfach ein Statement.
Oder willst du unbedingt Ja, aber diesen scheinbar Hype geht sie ja kreieren? wirklich. Vielleicht Nee, kommt ich die denke, bald ihr mit so geht's einer ja Fashion wirklich. Line für Fashion Nova oder so raus, weißt du, und will den Hype mitnehmen. Primark. Weißt du, was ich meine? Vielleicht ist sie oder vielleicht hat sie Sie bald so ein ist Feature, in bringt sie ihrer. raus mit Ray. Sie ist in ihrer Reputation Era, deshalb löscht sie den ganzen Ja, Instagram-Account. so was ist denn mit ihr? Und ich denke mir auch so, wenn sie Vor allem, ich gestorben denke mir so, wäre. was ist so schlimm? Warum können Sie es uns nicht sagen? Das denke ich mir so. Sag doch einfach ehrlich, dass. Also, vielleicht ist es ja wirklich so, dass sie einfach eine krasse OP hinter sich hatte. Aber irgendwie dieses Überleg mal, sie hätte sich Photoshop-Gefusche. wirklich ein BBL machen lassen, das wäre so iconic. Das wäre so iconic. So iconic gegen G. Aber sie ist nicht die Person für ein Nee, BBL. null. Deswegen, also, es muss eigentlich schon eine Krankheit sein. Das muss schon irgendwas sein, wo sie jetzt eine lange Ruhepause für braucht. Interesting. Aber ich denke mir so, warum können die das nicht einfach sagen? Warum müssen sie ein Bild photoshoppen und dann so tun, als würde die Prinzessin von England Ja. twittern, hey, sorry, ich habe mit Photoshop rumgespielt. So, I don't really think that that's gonna do anything good for you, babes. So. Und Ganz am Ende des Tages ist es komisch. dann wirklich so, weißt du, am Ende des Tages hat sie wirklich einfach mit Photoshop rumgespielt und wir so, haha, niemals. Aber ich denke mir so, also es ist auch so, was Schlimmes muss es sein, dass niemand drüber reden kann. Auch guck mal, wie viele bedienen. Also, die haben ja obviously alle NDAs unterschrieben, I get that, die für die arbeiten. Aber das, also so viele Leute haben ja wahrscheinlich schon mitbekommen, was genau mit ihr ist. Und keine einzige Person hat bisher darüber geredet. Auch krass. Wo ist der Whistleblower? Genau. Whistleblower übrigens, hast du das mitbekommen? Mit Boeing? Nee. Ah, doch, mit diesen, ja, dass die Junge. meisten Boeings Wie krass ist eigentlich das schon, bitte? ja. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ich habe es auch nicht richtig mitbekommen, aber ich erzähle euch mal diese Ich werde es euch Halbwahrheiten, die trotzdem ich, erzählen. genau, die Halbwahrheiten, die ich habe. Es gab so einen Whistleblower von Boeing, also der hat irgendwie ganz lange für Boeing gearbeitet und hat dann halt so Gerüchte über Boeing, oder nicht Gerüchte, sondern so Wahrheiten über Boeing erzählt, die er mitbekommen hat, als er bei Boeing gearbeitet hat. Und so Secrets aufgedeckt, was halt alles da passiert und dass auch manche Sachen halt nicht gut verbaut sind und trotzdem fliegen die und sowas mäßig, hat er ja erzählt, ne? Du gerade mit deinem Mikrofon. Du hast gesagt, und dann weißt du, was sie erzählt haben. Hab ich immer so weiter Und dann weggehalten. haben die das Ja, was sagst du denn erzählt. dazu? Ah, okay. Ja, ich finde auch. Okay. Nee, aber Ja. auf jeden Fall, ich habe mit dem Whistleblower gerade geredet. So, Und ich der habe hat dir kurz gefragt, ist was es okay, wenn geflüstert. ich das erzähle? Ist okay. Weißt du? Auf jeden Fall ist diese Person hat irgendwie alles aufgedeckt, was er über Boeing weiß und hat ja dann Suizid begangen und ist ja dann gestorben. Und voll viele sagen aber, dass er halt von Boeing umgebracht wurde, weil er halt die Wahrheiten erzählt hat, die eigentlich niemals hätten ans Licht kommen dürfen. Und seitdem er das irgendwie erzählt hat oder seitdem er Suizid begangen hat, waren ja diese tausenden Vorfälle. Also jetzt in den letzten 2 Wochen gab es irgendwie 12 Boeing-Vorfälle, wo die Boeings notlanden mussten, wo ein Teil des also des Frachtraums abgefallen ist, wo Das der. habe ich gesehen, wo dieses Flugzeug mit offenem, also wo einfach so ein Fenster Wo das rausgeflogen ist und Fenster die. rausgeflogen ist, das war noch ein anderes Flugzeug. Wo der Engine kaputt gegangen ist und da mussten die wieder umdrehen, mussten notlanden und sowas. Also es gibt so voll krass viel. Also jeden Tag kommt eine no neue krasse Boeing-Geschichte raus. Und das ist ganz komisch irgendwie. Und ich frage mich die ganze Zeit, so fliege ich nach L.A. mit einer Boeing? Nee, ich glaube Airbus, oder nicht? Ich hoffe. Jetzt habe ich auch ein bisschen Also Schiss. Weißt du, was ich meine? ich fliege Iberia, bei mir wird es ganz sicher eine Boeing Oh sein. Gott. 737. Rest in peace, Emma. Lost and found. Nee, Stell lost vor, and und dann not passiert's found, wirklich. Nee, obviously. nee, I'm not jinxing anything. Only love and light. Only love Ich and habe dein light. Reisekristall immer bei mir, also wenn mir irgendwas passiert, liegt es an deiner Ja, Bad ich Energy. auch. Period. Aber voll krass, oder? Also ich finde, ich muss mich da nochmal ein bisschen reinlesen, ein paar TikToks zugucken. TikTok wird wahrscheinlich in Amerika auch, also es ist auch ganz wild, dass es verboten wird. Okay, weißt du, was auch nicht auf. Hast du das Video von James Charles gesehen, wo er interviewt wurde? And that man ate and left no crumbs. Und das war auch nicht auf meiner Bingo-Card, dass ich 2024 ein Oh, Interview mit James ja, Charles sehen irgendwas habe ich werde, im wo Kopf. ich mir denke, ja, er hat recht, weil er meinte so, als ob wir keine größeren Probleme haben, so es ist Krieg, es ist das, so Ungerechtigkeit, all das. Und dann von allen Dingen, die wir jetzt machen, blockieren wir erstmal TikTok. Und das ging innerhalb von 24 Stunden durch ans höchste Gericht. Aber andere Dinge, die wirklich wichtig wären, werden einfach nicht Das beachtet. stimmt. Und ich war so, wait a minute, you kinda ate this. Like, I don't want to support, but
Facts. Und dann hat er am Ende noch gesagt, go vote, because not voting is not the right thing. Und ich so, ja, das ist James Charles? So ein Amerikan-Ding. Also, die haben ja bald wieder Wahlkampf. Und ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, dass jetzt auch voll viele Jugendliche irgendwie so eine dritte Partei favorisieren. Und das ist ja auch voll krass, weil normalerweise ist es ja immer nur Democrats oder Republicans. Und jetzt sind irgendwie voll viele Jugendliche für so eine dritte Partei, was aber wiederum scheiße ist, weil voll viele sagen, wenn das ist auch eher eine demokratische Partei und voll viele werden dann die dritte Partei wählen und dann gehen die Stimmen von der demokratischen Partei ja zu dieser dritten Partei und damit gewinnen die Republicans auf jeden Fall dann, weißt du, wie ich meine? Ja. Und das wäre jetzt irgendwie auch voll scheiße, aber ich habe es auch noch das ganze, ach, ich muss mich dann so viel noch reinlesen, weil ich bin die letzten Wochen so weg und busy, you know. Skifahren. Ja. Seit drei Tagen. Seit drei Tagen. Ich habe das Gefühl, ich bin seit 4 Wochen hier. Ich schwöre. Es ist so crazy. Ja. Naja, auf jeden Fall, das ist so Jojo Siwa. Die hat sich irgendwie Spermien einfrieren lassen, ne? Das hast du auch mitbekommen, dieses Interview. Ich fand das ganz wild. Yeah. Und dass sie ihre Kinder hat, will sie nennen? Schon nennen. Freddy, Eddie und Teddy. Erst, also... I mean, Freddy ist fein. Eddie ist schon borderline, aber Teddy is where I draw the line. Ah, nee, ich würde eher sagen, ich würde bei Eddie die Line drawn und Teddy finde ich okay. Und Freddy finde ich auch komisch, weil Teddy. Freddy Krüger. Ja, okay, aber Freddy, Fred. Ja, Fred. Wilde Hühner. Ja, merke es selbst. Sorry, andere Freds, aber nee. Warte mal. Fred war ein Hurensohn bei Wilde Hühnern. Kann ich nicht supporten, stimmt. Siehst du, und Eddie. Eddie ist für mich irgendwie ein Glatzkopf, also irgendwie auch weird. Nichts gegen Glatzköpfe. Eddie ist für... Ich meine nur, weil wenn es ein Kind ist, denke ich an einen Glatzkopf, aber dann ist die Person 12. Bei Eddie würde ich an so ein Kind denken, was irgendwie aussieht wie 45, aber auch wie 5. Genau, weißt du? Genau. Ja. Und Teddy ist für mich halt ein Teddy, also... Nee, Teddy ist für mich Teddy Mellencamp. Oh mein Gott. Ja. Deshalb ist es für mich ein No-No. Ja, irgendwie ganz, also Jojo Siwa wandelt sich auch gerade irgendwie wild. So, sie ist so zwischen Tiger King und Robert Geis, befindet sie sich gerade. Okay, ja. Weißt du? Ich krieg so viele Robert Geis-Memes momentan. Ich liebe die Geissens aber auch. Ich sehe auch so viele Ausschnitte von deren Show auf TikTok, denen ihre Garage ist irgendwie abgebrannt, weil Shania irgendwie das Auto in die Luft gesprengt hat oder so. Heißt sie Shania? Shania. Ja, doch, ich glaube schon. Auch so ein random Fact, Leute. Also, mein ADHD kickt gerade wieder. Shania Twain haben wir einfach live gesehen, Emma und ich. Das ist so random. Ich finde so cool. Also, das ist wirklich von allen Dingen. Weißt du, wir haben Harry Styles gesehen, wir haben Doja Cat, wir haben The Weeknd gesehen. Und für Yannick war wirklich jedes Mal, wenn wir uns sehen, ist es so, wir haben Shania Twain einfach live gesehen. Und als wir Shania Twain beim Coachella gesehen haben, wusste niemand in der Gruppe, so wer es eigentlich ist. Und Yannick war so, das ist Shania Twain. Ja, weil meine Mom das einfach früher so gern gehört hat. Und das war für mich so eine Core-Memory. Ich dachte mir so, geil, ich bin wieder 4, wir fahren durch Rammstein mit unserem Renault Cabrio, hatten wir früher. Die gab die Renault Twingos, weißt du, die hatten so ein Faltdach. Ja, ja, die Twingos. Das hatten wir. Und dann, ich weiß noch genau, meine Mom hat geraucht, wie immer. Und dann sind wir so im Twingo lang gefahren und haben einfach Shania Twain gehört. Life was good. I feel like a woman. Das war einfach so iconic, ich weiß auch nicht. Ach, irgendwie meine Kindheit, wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, sie war so problematic und doch so gut. Ja. Aber das ist gut, dass du... Ich meine, gut, man sollte jetzt keine negativen Dinge romantisieren, aber dass man trotzdem solche Momente noch cherishen kann. Ey, ich schwöre, selbst das Autofahren war irgendwie immer mein Highlight. Ich habe so viele Autofahrmomente in meinem Kopf, wo wir früher... Ich auch. Krass, oder? Für mich war Autofahren in Deutschland... Wenn ich im Sommer in Deutschland war und es geregnet hat, meine Partnerin hatte so einen Nissan und die hatten hinten im Auto diese Klapptische, weißt du, an den Sitzen. Oh my goodness. Das war mein größter Rich. Traum. Ja, die hatten so einen grauen Nissan, was weiß ich nicht, so eine Familienauto halt. Multipler. Und dann hatten die diese, ja, sowas wie ein Multipler, wirklich, das ist mein Traumauto. Und dann ausklappbare Tische. Und dann habe ich immer aus dem Fenster geguckt. Und dann lief auch Shania Twain immer, die hatten immer NDR 2 oder NDR 2 Radio an. Und das war halt so deutsches Radio, Norddeutscher Rundfunk. Und das war für mich so meine Core-Kindheitsmemory. Ja, aber sowas wurde nicht gehört. Ich finde es voll krass, irgendwie Big FM gab es irgendwie überall, habe ich das Gefühl, ne? Ja, ich glaube, das ist so ein... Ich dachte immer, das kam aus Stuttgart. Also ich dachte, das kommt aus dem süddeutschen Raum. Und manchmal wundert es mich dann voll, dass so mitteldeutsche Menschen auch MDR
The fuck. Entschuldigung. Entschuldigung. Auch Big FM. Don't laugh at me. Ups. Auch Big FM kann. Das wäre irgendwie mal meine Frage. Das, oh, ich finde die Frage interessant. Was war euer Lieblingsradiosender? Das sagt so viel über euch aus. Ich muss sagen, meiner war 89.0 RTL. Okay, never heard of that. Hä? Wirklich? Ich habe das auch so ein bisschen trashy. Es war so wie Jam FM damals. Okay. Aber Jam FM zum Beispiel gab es bei uns ja auch nicht. Nee, bei uns auch nicht. Aber 89.0 konnten wir empfangen. Okay. Aber ich meine so, das heutige Jam FM war damals bei 89.0 RTL. Okay. Und es war der einzige Radiosender, den ich mir merken konnte, wegen der Nummer. Ja, das ist schlau. Bei uns gab es auch einer 96.9, das Antenne Kaiserslautern. 900, 846. 4646. Hast du auch Lust auf reife Frauen? Also, jede Nacht lief das da. Und immer in der Kombi. Immer in der Kombi. Immer erst die 4646, die Blonde und dann die alte mit den reifen Hast Frauen. Hast du Lust auf reife Frauen? Oh, okay, Leute. Ja. Mein Favorite-Sender war AFN Eagle. Weil wir haben ja in der Nähe... Oh, ja, natürlich, okay. You know. Sorry. Wir sind ja in Kaiserslautern groß geworden, gleich Rammstein-Miesenbach. Wir haben halt eine Base bei uns, also eine amerikanische Airbase. Und die hatten ihren eigenen Radiosender, AFN Eagle. Ich habe das schon immer gehört, weil die Werbung war immer so... Ja. Und ich habe nichts verstanden. Ich war so, wow, das ist Amerika in a nutshell. I love it. A whole new world. Ja, und das war irgendwie so, die hatten richtig gute Musik halt immer. Das war halt geil. Nice, okay. Basically. Ja, cool. Basically. Ja, und dann wollte ich noch über eine Sache erzählen, weil die wird dich auch schocken, aber hast du schon mit Ari mitbekommen? Dass sie eigentlich betrogen wurde, oder was? Sie hat mit Ethan Slater halt Schluss gemacht. Was? Ja, die sind einfach auseinander. Nee, hä, wann war das denn? Weiß nicht, wann das war. Anscheinend gestern. Hä, hey, das ist aber ein Rumor, oder nicht? Nee, es war jetzt schon auf Twitter vorhin irgendwie so Breaking News. Ariana Grande broke up with her Co-Star Ethan Slater from Wicked. Ja, ich habe letztens direkt so mal gegoogelt. Ja, hier, gleich mal, zacki, zacki. Ich habe gar kein Internet. Ich habe nur gesehen, so ein Blind-Item, dass sie scheinbar mit einem Produzenten letztens irgendwo all snuggled up in einem... Ein Filmproduzent hat sie auf ein Dinner-Date, wurde sie gesichtet und die haben scheinbar rumgemacht und das war vor 2 Wochen, das wurde dann aber von ihrem Presseteam. Ja, voll viele sagen jetzt, vielleicht hat sie was mit Evan Peters. Nein. Vielleicht auch, aber die sollen jetzt anscheinend in einer neuen Rom-Com für Netflix spielen, die beiden zusammen und die sind halt so ein Couple dann. Weil Evan Peters hat gesagt in einem Interview, dass sein größter Wunsch eigentlich in seiner schauspielerischen Karriere war immer, dass er in einer Rom-Com mitspielt, aber niemand wollte ihn in einer Rom-Com mitspielen lassen, wegen halt seiner AHS-History. Und dann haben die ihn alle halt immer nur so... AHS? Sonst ist er so ADHD. Wegen seiner AHS-History. American Horror Story. Und deswegen haben die ihn alle immer so eine Schiene gesteckt. Aber sein Traum war es unbedingt halt, bei einer Rom-Com zu spielen. Und dann war so sein erster Schritt jetzt mit Ariana bei We Can't Be Friends. Und jetzt wird anscheinend mit Netflix eine Rom-Com gedreht mit Ariana und mit Evan Peters. Wow, oh Mann, ich liebe Evan Peters. Ich liebe diese ganzen Gerüchte, so die es auch immer gibt. Vielleicht wird es niemals stattfinden, aber ich liebe Gerüchte. Probably, I love rumors. Also ich sehe das nicht. Ha? Ich habe nur mitbekommen, dass Dalton halt eigentlich sie betrogen hat und deshalb hat er scheinbar ultra viel Hate bekommen. Genau, und der hat irgendwie so viele NDAs unterschrieben auch und hat aber auch irgendwie so viel Geld von Ariana verlangt. Also Ariana musste ihm irgendwie anscheinend eine Riesensumme Geld geben, weil sie jetzt in den Songs irgendwie drüber erzählt. Ja, das fand ich auch interessant, weil er musste, als sie sich getrennt haben, hat sie ihm ja 1 Million gegeben und beide kriegen 50-50 vom Haus, wenn sie es verkauft haben, wo die zusammen gelebt haben. Aber er musste unterschreiben, dass er keinerlei Bilder, Proofs, Receipts, Timelines rausgibt und dann schreibt sie ein ganzes Album über ihn, das finde ich auch interessant. Ja, genau. So, she uno reversed him. Ja, irgendwie voll interesting. Yeah. Ja, naja. Anyways. I think we'll come to the last category of the day. Okay, and that's, what's that? Yeah, Song of the Day. Song of the Day. Okay, meiner ist, ich hab schon einen. Ich hab keinen, also fang du an. Ich hab einen in der Idee. Okay. Also mein Song, bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Mein Song of the Week is from Erykah Badu, weil ich liebe Erykah Badu.
Du kommst mit den most random Songs, so witzig irgendwie. Ja, aber Didn't You Know ist das, das hat Beyoncé auch gesampelt, das. Erykah Badu, okay. Und ich liebe einfach, falls ihr mal Lust habt, so auf spirituelle Leute, die so über spiritual and witchy in the best way possible sind, dann guckt euch alle Vogue-Videos von Erykah Badu an oder allgemein alle Interviews mit Erykah Badu, weil she is that woman und ich liebe sie. Und jedes Mal, wenn ich Inspiration suche, gucke ich mir einfach Erykah Badu Interviews an oder ich höre ihre Musik and she's onto something. I love that. Thanks. You're welcome. Bist du eigentlich aufgeregt vor deiner ersten Kakaozeremonie? Nee, noch nicht. Noch, ich freue mich einfach nur. Okay, ich bin schon aufgeregt. Ich glaube jetzt die Woche, ja, ich muss die Woche, laufe ich, mache ich nochmal so eine Proberun mit mir selbst einfach. Und dann muss ich halt diesen Raum hier fertig machen, also das Studio. Aber ansonsten, was halt auch gleichzeitig dann dein Gästezimmer ist. Ich wollte auch gerade sagen, wie machen wir das eigentlich? Ja, ich muss dann deine Sachen, müssen wir kurz in mein Zimmer bringen dann. Okay, ich lebe ja immer nur komplett aus dem Koffer. Ich kann ihn ja einfach dann zumachen, ja, hinter den Vorhang, und dann machen wir das Bett wieder zusammen für die Leute, ne? Genau. Das Bett schieben wir hinten in die Ecke und dann mache ich den Vorhang vor. Easy, okay. Nice. Das ist entspannt. Okay, my Song of the Week ist My Love, Mine, All Mine von Mitski. Ah, meine. Ja, irgendwie, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es ein Vibe. Ich weiß, man kann es auch irgendwie schon nicht mehr richtig hören. Nee, ich liebe das. Aber ich finde, es hat so ein... Ich weiß auch nicht, wenn die Sonne dann jetzt im Frühling anfängt zu scheinen und das Lied läuft im Hintergrund... It is a vibe. Ich weiß auch nicht, ich sehe es irgendwie dann mit so einem Rosé oder so. Sorry, also ich glaube, man wird die ganze Zeit den Rasenmäher oder was auch immer, diesen Mähdrescher, was auch immer die machen, im Hintergrund hören. Kreissäge. Ich höre es nicht, also. Okay. Ich habe es aber auch auf super leise. Ja. Ich bin schon die ganze Zeit so, Entschuldigung, was hast du gesagt? Nicht. I can't hear you. Can you hear me? Okay, Leute. Okay, Leute. Dann danken wir euch fürs Zugucken, danke, Zuhören. We love you lots. Und bye. Denkt dran, 5 Sterne zu geben. 5 Sterne, wir brauchen sie. Wir brauchen 5 Sterne. Wake up, bitch! Wake up, bitch! 5 Sterne. Podcast bewerten, Podcast euren Freunden schicken, uns zu folgen, der Playlist zu folgen, Crying Out Loud Playlist, wo jetzt wieder die 2 neuen Songs reinkommen. Ich glaube, unsere Playlist geht jetzt über 1 Stunde. Voll krass. Ja. Ich höre die voll gerne. Ich höre richtig oft unsere Playlist. Ich mag die voll gerne. Wirklich? Mhm. Du nicht. Okay. Ich habe ja die letzten... Nee, ich habe die letzten 2 Wochen, seitdem Arianas Album rausgekommen ist, nur noch das gehört. Ach, sorry, ich dachte gerade, ich habe Nasenbluten. Ja, ich war so... Ich habe so ein PTSD von Nasenbluten. Ich denke jedes Mal, wenn es hier nur sich bewegt, bin ich so... Shit. Aber es ist da nichts. Ja, das Nasenbluten ist wirklich... Naja, egal, ja. Eine ganz schlimme Sache. Naja, okay, vielen Dank fürs Zuhören und... Danke, love. Danke, love. Love you. Love you. Love you all. So much. Love you all. Bye. Bye.